Hallo, immer noch Donnerstag, der 28. Ich grüße euch. Wir warten im Moment, wer zuschaltet. Unser Thema heute noch gegen, ja, nach 17 Uhr ist es ja schon, Donnerstag, der 28. Politik im Nebulösen. Ja, das muss man wirklich so sehen. Ich wollte noch kurz mit euch sprechen über Vorfälle in Düren und das, was sich in Wolfsburg abspielt bei VW. Ja, und die Politik scheint es nicht zu interessieren. Ich hoffe, wir haben Empfang. Und ja, jawohl, hallo, ich grüße euch. Also, Politik im Nebulösen. Ja, wir hören eigentlich nur eines. Wir müssen uns das Thema Klima, wir brauchen das Bürgergeld. Das, was sich wirklich abspielt, die großen Herausforderungen, scheinen keine Rolle zu spielen. Lasst mich kurz auf Wolfsburg kommen, auf Herbert Diess, VW-Vorstandsvorsitzender, VW-Chef. Wie wir heute vernehmen müssen, plant VW die Produktion und die Herstellung von Fahrzeugen im Nahen Osten und hier insbesondere nach China zu verlegen und dass man Fahrzeuge dann nach Europa und Deutschland verkauft. Das betrifft insbesondere den ID.6 und die SUVs. Das ist schon erstaunlich. Und für mich ist erstaunlich, dass alle Politiker da zuschauen. Das ist kein Thema, das ist nicht das Thema der sogenannten Sondierungsgespräche oder der Koalitionsverhandlung. Nein, das übergehen wir so. Und dabei ist die Automobilindustrie, die Zulieferindustrie ist nun wirklich ein fester Bestandteil, Frankie, hallo, für Deutschland und spielt eine entscheidende Rolle. Aber mich macht es, als Wirtschaftler macht es mir wahnsinnig, wie daran vorbeigeschaut wird. Und vor allen Dingen, liebe Zuschauerinnen und Außen, wie viele Menschen das eigentlich überhaupt nicht bewegt und die sagen, ja, das ist halt so, wird schon gut gehen. Und es geht eben nicht gut. Und das ist etwas, ja, ich kann da nur mit dem Kopf schütteln, aber unsere Zuhörer und diejenigen, die unsere Sendung verfolgen, die wissen, dass es so nicht gehen kann. Und wir werden profane Mittel entwickeln, dass wir den Herrschaften mal zeigen, Moment mal, Freunde, so könnt ihr nicht mit uns umgehen. Und da haben wir führende Journalisten und Politikwissenschaftler, die uns zur Seite stehen werden, ohne Zweifel. Ja, lasst mich kurz auf Düren kommen. In Düren war heute eine Großrazzia mit in Nordrhein-Westfalen. 350 beteiligte Polizisten, auch Spezialeinheiten. Man hat sieben Islamisten vermeintlichen islamistischen Straftätern oder angehenden Straftätern durchsucht. Davon waren sechs Gefährder, die in Nordrhein-Westfalen leben. Man hat Dinge gefunden, die auf einen Anschlag hindeuten. Das heißt also sechs Gefährder, man hat sie natürlich nicht in irgendwelcher Form in Gewahrsam genommen oder in Untersuchungshaft, nein, die laufen weiter frei rum. Und hier ist es letztlich so, dass man hier Polizisten abstellen muss, um diese Gefährder zu überwachen. Migration scheint bei den jetzigen Verhandlungen überhaupt keine Rolle zu spielen, war aber auch bei der CDU nie das Thema. Jetzt ist ja der Ministerpräsident Wüst gewählt, aber das war eigentlich für diejenigen, die wir in den Öffentlich-Rechtlichen immer wieder hören, war das nie ein Thema. Migration ist und war kein Thema. Dabei ist es das Wichtigste, denn wir müssen erst mal mit den Herausforderungen von 2015 zurechtkommen und fertig werden, anstatt man sagt, okay, jetzt kommen über Belarus noch weitere Menschen zu uns. Wir wissen nicht, wie sie in die Gesellschaft integriert werden sollen. Aber hier scheint wirklich was am Migrationspakt dran gewesen zu sein. Ich habe das immer unterschätzt, dass man sagt, die Werbung suggeriert uns, so schaut unser Gesellschaftsbild aus. So ist es nicht. Nochmal, es können alle Menschen nach Religion und Hautfarbe hier leben, aber es muss das Gesellschaftsbild dargestellt werden. Und ich habe nicht vor, dass ich meine Religion und meine Kultur aufgebe, um zu sagen, so, ich bewege mich in divers. Nee, ich bewege mich in Deutschland und da will ich auch bleiben. Und dieses Recht habe ich dazu, meine Meinung zu sagen, und ihr habt es genauso. Aber wie gesagt, dieses Thema Arbeitsplätze, ja, ist halt so, Schlüsselindustrien werden kaputt gemacht und wir werden mit dem Thema die Transformation der Industrie, wir laufen in goldene Zeiten, das sind schon Träumer. Und schaut euch mal an, wie viele von den Träumern jemals in der freien Wirtschaft gearbeitet haben. Ihr werdet euer blaues Wunder erleben und auch das Thema Migration. Aber ich bitte euch, und daran werden wir gemeinsam arbeiten, erhaltet euren Stolz, erhaltet eure Meinung und dass wir sagen, noch leben wir in Deutschland und noch gibt es Menschen, nämlich die schweigende Mehrheit. Aber die Presse, man muss es wirklich sagen, arbeitet in einer Form da zusammen. Und man hat von den Öffentlich-Rechtlichen wirklich das Gefühl, dass die sich freuen, dass die sagen, jetzt haben wir einen Linksruck, das ist genau das, was wir brauchen.
Tja, aber wir werden berichten. Ich danke für eure Unterstützung und ab nächste Woche wieder im Studio. Nochmal der Hinweis, Bericht aus Sachsen, dann Professor Werner Patzelt, die Thematik schwere Kost verständlich zubereitet und unser Matusek, was nun, Matthias Matusek, ein sehr erfahrener Journalist. Ich freue mich drauf, ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und danke für eure Unterstützung. Schönen Abend, lasst euch die Worte mal durch den Kopf gehen. Lasst euch gut gehen. Tschüss.